dicken Geist hier, ey. Vielleicht den dicken Geist damit verscheuchen. Das scheint ja auch ein einmaliger Gegner zu sein. Hau ab, hau ab. Ätzend wird es eigentlich immer nur dann, wenn dann die Zombies auch noch dazukommen, ne? Weil die scheinen wirklich endlos zu spawnen. Oh, eine Fee. Also, Loot geben die schon Gutes her, ne? Kann man nicht anders sagen. Oh, eine Fee. Alle jetzt provoziert. Jo. Überleg mal, wie lange ich gebraucht habe beim ersten Kampf gegen die Geister, ne? Und wie wenig jetzt, obwohl ich jetzt keine besseren Items habe. Irgendwie glaube ich, ich bin hier falsch. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Ja, komm, dann gucken wir uns jetzt hier einfach nur noch um. Versuchen jetzt nicht mehr alle Geister zu vernichten. Hier kein Ghostbuster hier. Ja, schön. Na, ja, das hat sich ja gelohnt. Muss ich da vielleicht nochmal rein? Police Academy war es, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, war da oben noch irgendwas in der Höhle drin, da oben? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Scheiße. So viel zum Thema, ich schreibe mir die Sachen auf. Ne? Ich habe echt stark angefangen und dann auch sehr stark wieder nachgelassen. Okay, das haben wir schon. Ich gehe nochmal kurz hin. Ich versuche besser gesagt nochmal zur Höhle zu kommen. Irgendwie. Wie ich das genau anstellen möchte, das weiß ich noch gar nicht, aber ist ja auch egal. Oh, es ist voll der weite Weg, oder? Okay, dann lasse ich das vielleicht doch nochmal sein. Ja, aber da kann was Tolles drin sein. Noch mehr Rupies zum Beispiel. Oder ein Herzteil. Herzteile sind toll. Ich kann das nicht so ohne weiteres einfach so sagen. Geh mir hier auf den Keks. Nein! Ich wollte das doch gar nicht haben. Na gut. Hups. Ja, nochmal hier rein. Brauche ihn bald, den Pilz im Wald, bla bla bla. Machst du mir dann irgendwie so ein Ragout oder sowas? Nicht der Magoo? Da, der Einsame. Das ist, das könnte eine interessante Geschichte sein. Der einsame Grabstein. Da würde ich gerne hin. Da komme ich sogar hin. Guck mal einen an. Habe ich hier alles geholt, was ich holen kann? Sieht erstmal so aus, ne? Oder? Nein! Ich wollte doch noch gar nicht hier hinkommen. Ah, sehr gut, danke. Oh, ist das brüchig? Okay. Ist das, was mich denn zerstöre? Ich käme dann dahin. Und dann? Aber ich komme ja nicht dahin. Weil, ist ja nicht. Oh, okay. Gut, ich hab nichts gesagt. Ich bin so dumm. Ey! Das hat ja gerade funktioniert. Mach kein Scheißspiel. Mann! Ich krieg das Kotzen! Ich hab's vom Timing noch nicht so raus. Warte, stopp. Ha! So, was mache ich jetzt? Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hä? Warum, was soll mir das denn bringen? Das hat doch irgendeinen Sinn. Jetzt mal ohne Scheiß. Nee. Oder auch nicht. Gut. Okay. Von mir aus. Mir soll's egal sein. Gut. Mein nächstes Ziel ist jetzt aber... Oh Gott, ich muss niesen. Einen Moment. Der kommt nicht so real. Der kam doch. Okay. Alles klar. Es gibt wirklich kaum was Schlimmeres für mich, wenn ich nicht niesen kann. So. Gegenrennen? Nein. Das muss doch irgendeinen Sinn haben hier, verflucht. Ich spreng bestimmt keinen Grabstein in die Luft.
Kram habe ich glaube ich auch schon alles, ne? Bisschen gegen mehr. Haben wir beim letzten Mal gemacht. Warum kann ich denn da unten nicht graben? Wollte gerade sagen, das muss doch gehen. Okay, ja, dann versuchen wir es halt doch. Klappt nicht. Und zu guter Letzt. Der guckt total blöd. Ich mag das Gesicht von denen. Ich will nochmal von der Seite sehen. Komm. Ist richtig angestrengt. Der arme Kerl. Ja gut. Ich meine, wenn wir schon alles durch haben, können wir auch nochmal versuchen, Flöte zu spielen. Alter, ich habe hier alles voll genießt. Entschuldigung. Ja, aber ich habe hier gerade mal so ein bisschen meine Armlehne mal meinen Arm draufgelegt und komischerweise war die nass. Sehr appetitlich, ich weiß. Aber hey, ist nur menschlich. Was soll man machen? So. Gut. Oder auch nicht. Das heißt, war wieder Zeitverschwendung, hier hinzugehen, ne? Ist halt so. Was soll man machen, ne? Ach, guck mal hier, bei ihmchen sind wir jetzt. Oh, nicht schlecht. Nein, ich habe falsch Knopf gedrückt. Kraftarmer macht jetzt auch nicht viel Sinn mitzunehmen, ne? Also, ich würde jetzt gerne wieder Richtung Süden tingeln. Weil ich könnte mir vorstellen, ich muss Richtung Zwergenbucht. Ist das hier der richtige Weg? Nein. Oh, ich muss kommen. Oh. Okay, wir nehmen eine Beschleunigungspille namens Pegasus-Stiefel. War doch Pegasus, ne? Sploing? Sploing? Das soll nicht durch den Wald hier irgendwie dahin gehen, sondern. Ach du Scheiße, ich brauche ja Lebensenergie. Was sagt mir denn keiner hier? Starte Dänemark. Herz, Herz. Danke. Noch ein Herz? Gute Wokusche, aber Herz. Aber hier? Habe ich gemacht. Oder? Warte mal. Ach nee, das ist ja nur ein Durchgang, stimmt. War aber so, ne? Bis dann am anderen Ende wieder rauskommen. Tut mir leid, ich muss da nochmal reingucken. Ich bin so unsicher, ob ich da wirklich alles gemacht habe, was ich machen kann. Oder machen sollte, vielleicht. Gebt ihr auch mal Herzen her, ihr Fledermäuse? Ihr fresst auf jeden Fall welche. So wie es aussieht. Bubu. Ah, so die Geschichte, okay. Mein Fehler. Haben wir schon gemacht. Gut, gut. Ist dann halt so. Einmal nur ein paar Sekunden von eurer Zeit verschwendet. So. Mann, gib mir doch was her, du geiziges Stück. Obwohl, ist eigentlich abhängig, ob die jetzt hier nochmal kleine Johnnies spawnen oder nicht. Da habe ich nicht so ganz gerallt. Oh, das kann befriedigend sein. Pass auf. Ah, es ist schön. Schöne Rasenmäher einmal ausgepackt. Ich bin ja total falsch, ne? Nein. Ja, ich komme direkt. Und du auch noch. Unten ist mal eine schöne Party. Danke. Oh, geil. Lass mich deine Wunden heilen. Entspanne dich und schließe die Augen. Om. Dankeschön. Das ist doch mal nice. Wie oft erscheinen die eigentlich? Immer, wenn ich irgendwie verletzt bin oder so? Oder jede Spielstunde einmal? Gibt's da irgendwie so einen Rhythmus oder irgendeine Regel? Ich weiß das nicht. Ei. Nein. Ich meine, es sind ja echt tolle Buffs, die man da kriegt. Aber ich will sie bekommen, wenn ich sie wirklich auch gebrauchen kann. Nicht, wenn ich hier irgendwie doof durch die Gegend renne. Das ist nun mal leider sehr oft beim Spiel der Fall, zumindest wenn ich spiele. So. Aber hey, dann sind wir schon mal wieder hier. Wo geht hier nochmal raus? Wollte ich jemand vom Shop? Nein. Ich glaube nicht. So. Guten Tag. Und da wären wir schon wieder. Kraftler, ich will mehr als zwei Gegenstände in der Hand haben dürfen. Oder mit der zweiten Taste schaltet man einfach durch. Wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Ich meine, ich wollte Richtung Zwergenbucht, ne? Also gehen wir lieber da entlang. Oh, super. Kann ich direkt wieder jumpen? Nee. Jump!
Oder wir hauen ihm erstmal in die Fresse. Da guckst du blöd. Haha. Es macht so einen Spaß, ohne Scheiß. Es macht so einen Spaß. Einfach durch die Gräser zu stapfen. Und mit jedem zerstörten Gerät kriegt man ja auch nochmal so einen kleinen Sound. Das mag ich. So, gut. Also müssen wir einmal den hier machen. Was? Ist halt nicht funktioniert. Ernsthaft jetzt? Das ist aber traurig. Keine drei? Okay. Bin ich da nicht schon mal drüber gesprungen? Ja, geht doch. Meine Fresse. Stell dich nicht so an, Muschi. Komm, ein Herz, Mann. Ich finde das so unfrieden, wenn ich keine volle Energie habe. Ah, das war die Geschichte. Ah, ha, 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 stimmt. Wo ich gedacht habe, das geht hier da oben. Es geht aber gar nicht nach oben. Nö, wenn wir schon mal hier sind, warum nicht, ne? So, dann machen wir doch mal das Schilderrätsel, soweit es denn natürlich geht. Ach so, das sind die vier da unten, ne? Oder die fünf. Ich kann das immer noch nicht schaffen. Weil so weit komme ich nicht. So weit komme ich mit dem Sprung nicht. Keinesfalls. Ah! Ja, guck mal, lassen wir dann jetzt erstmal nochmal so sein, wie es ist, weil dann brauchen wir auch hierfür wahrscheinlich den Hookshot oder wie auch immer das Ding heißt. Jetzt darf ich wieder zurückspringen. Super. Hui! Ups. Dann gehen wir doch mal hier lang. Ach komm, halt die Klappe. Da war ein Herz. Hab's genau gesehen. Nur ein Herz, ja? Brauche ich noch jemand von dir? Nee, ne? Nö. Wenn ich zu dir gehe, dann dankst du mir wahrscheinlich eh nur für meine tollen Taten. Ich gehe doch erstmal schön zum Friseur. Das erste Mal, ne? Seit, boah, ich glaube Mitte Februar. Seit zweieinhalb Monaten. Ach Quatsch, nee. War das Februar, März? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Februar war das sogar noch. Also seit drei Monaten. Alter Vater. Erstmal, wie schnell die Zeit vergeht. Und zum anderen, ich bin so froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Mit kurzen Haaren. Oh Gott. Das wird ein Träumchen, sage ich euch. Ja, können wir. Ach, Entschuldigung, gucken, ob es hier irgendwas gibt. Zoodorf Zwergenboot. Zoodorf? Hallo. Aber hier? Ach, okay, da kommen wir auf jeden Fall erstmal durch. Oh, Geld. Ja, super, okay. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal hier hinzugehen. Das sieht jetzt erstmal nicht falsch aus. Ach, okay, das dunkelgrüne Wasser ist böse. Ich verstehe. Ui. Das ist aber ein seltsamer Stein. Alle Steine vernichten. Komm her, komm her, komm her. Der hat mich echt gedacht, der leckt mich doch am Arsch. Ich kann nicht sagen, du Heiliger, Bimbam. Wie haben wir hier gelandet? Die ganzen nie ohne Kondomviechern. Ja, was ist hier? Ist doch irgendwo ein Gefake da drin. Nein, ist ja nicht okay. Willkommen im Zoodorf. Ich will ja gar nicht hin, erstmal. Da kann ich bestimmt Fleisch klauen, oder? Für den einen Typen, der im Berg hängt. Ja, okay. Okay, das bringt auch nicht so viel. So, euch lasse ich echt in Ruhe. Ihr seid doof. Ich mag es aber, dass es kurz schwarz-weiß wird, das Bild. Oh, dich mag ich auch nicht. Warum ist hier schon wieder so ein... Das ist ein Fake schon wieder. Schon wieder ein Fake, so ein Einsiedlerkrebs. Ich wollte gerade sagen, das Telefon klingelt ja gar nicht. Wir gehen mal ran, einfach nur, weil wir es können. Ja, hier Ulrira, in der Durstwüste, welche im Südosten der Insel liegt, wirst du etwas finden, das man den Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlicher werden? Tschüss, klick, tut, tut. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal links herum. Du, 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 du. Ich dachte, du wolltest mit mir reden. Das sah so aus, als würdest du mit mir reden wollen.
Hi, na? Unterbrückengeheimnisse. Lange leben. Oh, das heißt unter der Brücke hier. Oh. Werde ich eh vergessen haben. Befindet sich wahrscheinlich ein Netzteil. Genau, Dennis. Ich brauche ein neues Netzteil für meinen Rechner. Ein neues Herzteil. Oh. Gut. Dann könnten wir mal versuchen. Ach, nerv mich doch bitte nicht. Ich wollte eigentlich noch gar nicht hin. Ich habe gerade was anderes gesehen. Was anderes Tolles. Oder? War es gar nicht so toll. Ich habe schon wieder nur eingebildet. Hilfe. Mäsen. Irgendwo, wo ich jetzt so rüberspringen konnte, wo ich gedacht habe, jo, das könntest du eigentlich sogar schaffen. Habe ich mir vielleicht auch nur eingebildet. Ach, komm. Ich bin doch eh tot. Nerf me not. Hurt me more. Weil ein Ding ist ja noch unerforscht hier unten, ne? Kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Okay, ich muss erstmal irgendwo hingehen, aber wobei ich, mach dann im Telefonhaus hier wieder auf, das ist in Ordnung. Machen wir so. Dankeschön. Ach, hör auf. War es da oben? Nein, da war es nicht. Ich habe mir doch nicht eingebildet. Sag mal. Das meinte ich garantiert nicht, vielleicht. Oder? Nee, jetzt, ich glaube nicht, dass ich das gemeint habe. Okay. Gut, dann lassen wir es mal nochmal kurz töten. Weil wegen mehr Energie dann im Anschluss. Denke ich mal, oder? Ich mag die Viecher irgendwie. Krabbelviecher, auch wenn die nervig sind. Zugegebenermaßen. Töte mich doch mal bitte irgendwas. Danke. So, dann düse ich nochmal eben kurz in einem nicht vorhandenen Mordstempo ins Zoodorf. Red mit dem Hasen. Denn an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marin vertragen. Bitteschön. Ist das eins von Marin? Bestimmt nicht, oder? Und? Ja, okay. Oh Gott, was ist denn hier los? Gut. Nee, dann mache ich jetzt hier auch erstmal einen schönen Schnitt, wollte ich sagen. Und nicht mit der Flöte spielen. Ich wollte ein bisschen Gras kaputt machen, aber ist ja nicht schlimm. Ja gut, dann hören wir hier für heute auf. Stunde 15 aufgenommen. Haben auf jeden Fall deutlich mehr geschafft als beim letzten Mal. Haben natürlich auch wieder ein bisschen rumgesucht, ein bisschen rumgeforscht, ein bisschen Blödsinn gemacht. Aber, wie gesagt, das gehört halt dazu. Das ist Zelda. Das ist nichts, was man jetzt von links nach rechts durchspielt, sondern guckt euch die Karte allein schon mal an. Wie viele Möglichkeiten man hier hat. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie viele Kästchen da sind. Das ist auf jeden Fall ganz schön viel. Dann gibt es noch unterirdische Sachen und zig Fähigkeiten, die man gegebenenfalls potenziell überall einsetzen kann. Man kann jeden Screen aufgraben mit seiner Schaufel. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich habe nur den Anspruch, das erstmal durchzuschaffen. Das wäre erstmal schon mal viel wert, wenn ich das hinbekommen würde. Gut, aber wie gesagt, für heute war es das jetzt erstmal. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich komme nächstes Mal weiter. Aber gut, der Regel zufolge dürfte ich nächstes Mal eigentlich auch wieder eine komplette Scheißaufnahme haben. Dass ich so ungefähr die ersten 10 Minuten vielleicht Fortschritt habe, aber dann das rapide bergab geht. Aber warten wir mal ab. Ne? Morgen ist der nächste Tag, 24.05. Und dann werde ich die nächste Aufnahme starten. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß mit der Aufnahme hattet. Bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sagt einfach bis zum nächsten Mal. Ne? Also bis dahin, tschüss.